Hallo, was haben denn Sie heute für Aufgabe hier in der Vesperkirche? Ich bin die Begrüßung und zuständig für 3 Tische. Und wie ist die Stimmung? Sehr gut. Aufgelockert, freundlich, Achtsamkeit. Ja. So, Herr Loges, Gott, darf ich Sie mal was fragen? Ja, warum kommen Sie heute zur Vesperkirche? Einmal helfe ich mir bei der Vesperkirche und ich finde es einfach eine gute Einrichtung, wieder mal zusammenzukommen und miteinander zu essen und miteinander zu reden. Und da stehe ich voll und ganz dahinter. So, jetzt habe ich also einen Vater, einen Kessler-Rosa vor dem Mikrofon. Herr Pfarrer, wie sind Sie denn zufrieden? Wie sind Sie denn zufrieden jetzt? Ja, es ist schön, dass es wieder losgeht. Es sind viele Menschen da. Wir haben einen schönen Gottesdienst gefeiert. Das Essen ist geliefert und jetzt sind wir ganz froh, dass es endlich wieder soweit ist. Aber ich sehe Sie immer jetzt rumlaufen und gucken nach allen. Schon ein wenig Aufregung ist schon noch dabei. Ja, also ich bin ein bisschen nervös, das gebe ich zu. Kleine Dinge haben wir schon zu regeln gehabt. Gibt immer mal irgendwas, was nicht an der richtigen Stelle ist und so weiter. Aber das ist eigentlich mehr so eine freudige Aufregung sozusagen. Bin ich spannend. Umdrehen. Hallo, was gibt's denn heute Gutes? Spießbraten mit Klößen und für die Vegetarier Tortellini. Herr Bruckmann, wie sind Sie denn zufrieden heute mit dem Gottesdienst und mit der Vesperkirche? Ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, wir können gut an die positive Stimmung des letzten Jahres anknüpfen bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, bei den Gastgebenden und auch bei denen, die gekommen sind, um heute hier die Vesperkirche am ersten Tag wieder zu besuchen. Jetzt hatten Sie auch hohen Besuch heute von einer Bischöfin. Und wie waren Sie mit der Predigt zufrieden? Ich war sehr zufrieden. Die Predigt war für mich eine ganz angenehme Mischung aus Freude und aber auch Nachdenklichkeit. Das tut uns gut. Wir erwarten wieder so um die 11.000 Gäste. Und wir werden ja heute Abend sehen, wie viele heute da waren. Letztes Jahr war der erste Tag der einzige unter 400. Die schönsten Hits für die schönste Region.